Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, wir haben mit dem Captain gesprochen und er hat gesagt, dass wir den Bürgermeister kontaktieren müssen, damit er die Schleusen öffnet. Oder wir können einfach ein großes Kabum machen und alles in die Luft springen. Ich habe zwar die erste Variante bevorzugt, aber irgendwie wollte mir da keiner so richtig beipflichten. Deswegen denke ich mal, müssen wir jetzt erstmal den Bürgermeister aufsuchen. So, Moment, jetzt sind wir am Ende vom Schiff, ne? Wie kommen wir denn jetzt hier wieder runter? Ah, hier, okay. Nee. Hä? Bin ich jetzt auf der falschen Seite? Auf diesem Schiff habe ich eine Orientierung gleich null. Ich sollte am besten immer auf der gleichen Seite rausgehen, weil sonst habe ich dann nur Probleme. Da hinten müsste der Ausgang jetzt sein, ne? Da ist der Hafen, glaube ich. Aber ich komme da immer noch nicht. Mann, das finde ich blöd, dass man von hier aus nicht einfach klicken kann und dann direkt jetzt, wo sie näher ist. Jetzt kann man draufklicken. Okay. So, Bürgermeister. Ich gehe mal stark davon aus, dass der irgendwo hier in der Stadt ist. Die Frage, ist der jetzt hier im Wirtshaus? Wahrscheinlich eher nicht, weil sonst hätten wir ihn da schon öfter gesehen, nehme ich mal an. Da können wir aber auch nachgucken, falls wir ihn nicht finden. So, achso, hier geht es ja auch noch rechts rum, stimmt ja. Dann gucken wir mal hier rechts rum, was es da noch so gibt. Die Türen hier können wir anscheinend alle nicht öffnen. Da können wir links rum. Gehen wir erstmal hier rechts rum. Vielleicht drehen wir uns auch im Kreis und kommen dann ganz woanders aus. Da kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. Dann gucken wir kurz hier vorne. Hallo. Leute. Nicht haken. Ich habe heute noch was vor. Okay, hier kann ich anscheinend nichts machen. Mit den Leuten habe ich, glaube ich, auch schon mal gesprochen. War ich nicht mal an so einem Platz? Aber das war, da war kein Bürgermeister, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Bin ich in diesem Teil der Stadt überhaupt schon mal gewesen? Doch, ich meine, die Demonstration habe ich mal gesehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Meine lieben Freunde, bitte! Bitte, bleiben Sie ruhig. Ich bitte, kein Sie. Neues Rätsel hier. Wir beruhigen uns, wenn wir bekommen, was wir wollen. Ja, Nomaden raus! Meißen Sie die Yukon sofort raus! Oder bitte Zeit hören Sie mir zu. Ich weiß genau, was Sie meinen, meine lieben Freunde. Hören Sie mir zu. Warte, warte, warte. Wir wollen Taten. Hören Sie zu, meine lieben Freunde. Ich bin bereit, mit Ihnen zusammen Lösungen für Ihre sehr berechtigten Sorgen zu erarbeiten. Und nur zu gerne würde ich gleich morgen Ihre Delegation empfangen. Das sollten Sie auch. Okay, sieht gut aus. Vielleicht war ich doch noch nicht hier. Herr Bürgermeister? Ja, was ist denn jetzt? Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Bitte verzeihen Sie die Störung, so ganz ohne Termin und alles. Zunächst möchte ich Ihnen danken, dass Sie mir Ihre Zeit schenken. Ich weiß, wie knapp bemessen die für Sie ist. Es sei Ihnen verziehen, meine Liebe. Was kann ich für Sie tun? Könnten Sie sich vorstellen, die Schleusen des Hafens wieder zu öffnen? Wie bitte? Sagten Sie die Schleusen? Wozu um alles in der Welt? Ich begleite den Stamm der Yukol auf ihrer langen Reise, Herr Bürgermeister. Ich bat Kapitän Obo, uns mit der Kristall über den See nach Nahodotsk zu bringen. Kapitän Obo, die Kristall, die Yukol, fahren Sie fort. Nun ja, es wäre sehr undankbar von mir, Sie dafür zu kritisieren, dass Sie unsere gute Stadt von dieser Bürde befreien. Trotzdem fürchte ich, dass ich Ihre Bitte ablehnen muss, meine Liebe. Die Schleusen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Diese Entscheidung kommt von ganz oben, das verstehen Sie doch, oder? Aber er ist doch ganz oben. Ich sage das nur ungern, Herr Bürgermeister. Aber sind Sie sicher, dass das die richtige Entscheidung ist?
Was meinen Sie damit? Sie wissen, Ihre Wähler wollen nicht, dass Sie die Yukol hier festhalten, indem Sie die Schleusen nicht öffnen. Sie werden das nicht verstehen. Langfristig könnte sich das bei den nächsten Wahlen negativ auswirken. Ich? Also, wenn ich darüber nachdenke. Ja, Sie haben recht. Und ich bin immer für meine Wähler da. Aber die Befehle... Ich habe Befehle, verstehen Sie? Scheiß auf Befehle. Feigling. Nein, ich sag mal, er soll sich durchsetzen. Sie sind der Bürgermeister. Und nur Sie können entscheiden, was für Walsymbo richtig oder falsch ist. Warum setzen Sie sich nicht ein für alle Mal durch, indem Sie eine der Schleusen öffnen? Das könnte ich, natürlich. Aber die Lage ist kompliziert, verstehen Sie? Ja, das ist anscheinend eine Nummer für zu groß für ihn, so wie er redet. Aber es wird ihn natürlich nützen, die Ich höre Ihnen zu, meine Liebe. Umzugehen. Wenn Sie dieses Problem lösen können, werden Sie der Held Ihrer Wähler sein. Die ganze Bevölkerung von Walsymbur wird Sie unerschütterlich unterstützen und Ihre Vorgesetzten werden nichts dagegen tun können. Genau. Nun, ich muss zugeben, meine Liebe, dass Ihre Argumente mich überzeugen. Ich genehmige die Öffnung der Schleusen, damit die Kristall hindurch kann. Sie müssen jedoch wissen, dass es ein technisches Problem gibt. Deshalb müssen die Schleusen von Hand geöffnet werden. Ich nehme an, diese Unannehmlichkeit wird eine so entschlossene und einfallsreiche junge Dame wie Sie nicht abhalten. Sie meinen... Ja, da der Techniker nicht da ist, müssen Sie selbst ins schlammige Hafenwasser tauchen, um die Schleusen zu öffnen. Okay. Das sollte Ihnen allerdings helfen, den Unterwassermechanismus zu betätigen. Wie soll ich denn da runtertauchen? Das, meine Liebe, ist Ihr Problem, will ich meinen. Einen wunderschönen Tag noch. Ja, nett. Wirklich unheimlich nett, dieser Bürgermeister. Treffen Sie den Käpt'n an Bord der Kristall. Okay, da müssen wir wieder... Lobbyist. Da müssen wir also wieder zurückgehen. Am besten gehe ich mal den gleichen Weg wieder zurück. Ich weiß nämlich nicht... war das jetzt... Nee, ich kam von da unten, oder? Oh, jetzt gehe ich doch anders. Nee, aber ich komme hier aus. Okay. Nee, das ist die gleiche Straße. Bisschen komisch, aber... Ich habe kein Geld mehr. Schade. Ah, eine Art Wunschbrunnen? Okay. So, hier muss ich links, oder? Da müssten wir doch theoretisch am Wirtshaus ankommen. Ja genau, das war hier die Ecke. Okay, wenigstens das hat geklappt. Die Frage ist jetzt nur... Also stand ja jetzt gerade, was wir sollen zum Captain gehen. Oder zurück aufs Schiff gehen oder so. Das werden wir auch direkt mal tun. Vielleicht kann er mir dann sagen, wo ich diesen Taucheranzug finde. Weil ich muss ja irgendwie... Haben die damals einen Taucheranzug gehabt? Ja, was heißt damals? Das ist ja so ein Steampunk-Zeit, sage ich mal, ne? Da geht's rein. Ja doch, da können wir direkt reingehen. Nimmst du das denn auch an mit dem Reingehen? Nein, du nimmst es wieder nicht an, war klar. So. So. Ja. Soll's nicht in die Ecken gehen, aber ich weiß, das ist hier so blöd gemacht mit diesen Rumlaufen. Irgendwann wird jetzt gleich noch die Option kommen, hochzugehen. Oder auch nicht. Wir gehen mal hier wieder raus. Oh Mann, das ist sowas von blöd. Ich verlaufe mich jedes Mal auf diesen Scheißschiff. Ja, aber hier kommt man rein. Sind wir doch hier reingekommen? Hä? Also jetzt nicht jetzt, aber da bin ich auch schon mal reingekommen. Ach, da hinten sind die Stufen. Ah, okay.
Das heißt, ich muss dann hier rum, dann sieht man es erst. Ach, das ist so blöd gemacht, ehrlich. Also mit der Perspektive. Komm. Ja, geh auch da hoch, Mädel. Hallo. Du sollst da hochgehen. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso geht jetzt die Treppen nicht mehr hoch? Ach so, er ist aber gar nicht mehr hier. Ne? Ah, doch, da ist er wieder. Oh, Glück. Und? Jemand muss tauchen. Sie müssen tauchen. Genau, er muss tauchen. Der Bürgermeister hat uns erlaubt, die Schleusen zu öffnen. Aber Sie müssen es von Hand tun, indem Sie zum Grund des Hafens tauchen. Ich weigere mich, meine Zähne in diese Suppe zu tunken. Ein Kapitän sollte nicht die Arbeit eines Wischmops tun. Und da hier sonst niemand ist, müssen Sie das machen. Arschloch. Ich bin noch nie getaucht. Aber wenn Sie glauben, das geht, dann versuche ich es eben. Das muss unter uns bleiben, Kate. Es gibt etwas, das Sie wissen müssen. Die Schleusen sind auch dazu da, das Monster des Sees vom Hafen fernzuhalten. Jedenfalls habe ich das gehört. Aber zu dieser Tageszeit ist es ungefährlich. Das Monster schläft den ganzen Tag. Ja, dann sag mal, wo ich einen Taucheranzug herkriege. Wo finde ich einen Taucheranzug? Treffen Sie mich im Schuppen am Ende der Ufermauer. Da sollte sich etwas in Ihrer Größe finden. Oder annähernd. Im Schuppen am Ende der Ufermauer. Also da, wo er jetzt hingezeigt hat, das müsste dann wahrscheinlich Richtung Leuchtturm sein, wo wir mal hingelaufen sind. Wenn ich unter Wasser bin, wie öffne ich dann die Schleusen? Sie werden von Stahlsperren gehalten. Lösen Sie die einfach mit Hilfe des Mechanismus. Ach, na gut, so einfach ist. Klingt kinderleicht. Ja. Glauben Sie an das Seemonster? Wissen Sie, vor 20 Jahren war es nicht Baranur, das mir Angst machte. Nicht die Toten, die Strahlung. Das sagen die Leute, aber tatsächlich war es das verdammte Monster, das mich verscheuchte, wie ein Hai einen Sardinenschwarm. Es lauerte vor Baranur, wahrscheinlich angezogen vom Gestank der Gräber. Ich sah, wie seine roten Augen mich anstarrten, Frau Walker. So etwas vergisst man nie wieder. Treffen Sie mich im Schuppen am Ende der Ufermauer. Das macht mir jetzt irgendwie ein bisschen Sorgen für die weiteren Folgen. Ja, gehen Sie zum Schuppen. Das hat er ja auch gerade schon gesagt. Okay, hier kommen die Treppen wenigstens vernünftig runter. Komm, weiter. So, da sind die Treppen nach oben. Dann gehe ich jetzt... Na, gehe ich jetzt hier raus? Kann ich mich da direkt runter? So, ja. Er hat in die Richtung links vom Schiff gezeigt. Und ich meine mit links... Nee, da will ich nicht hin. Komm, immer dem Weg folgen. Mit links meine ich jetzt da hinten. Also, gehen wir da erstmal weiter. Wieso sehe ich von hier aus den Leuchtturm eigentlich nicht? Ach so, da hinten... Nee, das sind zwei sogar. Moment, da steht... Nee, das ist ein Angler. Okay, vielleicht ist es auch hier vorne irgendwo. Aber er muss da stehen. Also hier steht der nicht... Dann vielleicht doch in der Nähe des Leuchtturms. Ah, da ist er, oder? Doch, das ist er doch, ne? Was war denn hier? Moment, guck da erstmal nach. Hä? Okay, ja, dann war da halt nichts. Okay. Ich habe Ihnen den Schuppen geöffnet. Das ist nett, dankeschön. Dann gehen wir mal direkt da rein. So. So. Breiten Sie die Taucherausrüstung vor. Was ist das hier?
so. Ah, nee, den will er auch nicht. Warum schiebt er die nicht weg? Hallo. Oder so. Ich dachte, ich muss die wegschieben, damit ich den... Oh Gott. Okay. Ich denke mal, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Ich brauche doch noch sowas wie einen Helm. Flaschen sind auch nicht schlecht. Wenn ich schon tauchen gehe. Moment. Leere Sauerstoffflaschen. Oh, das hört sich allerdings nicht so günstig an. Wo ist mein Cursor? Hallo? Hallo? Komm, dann gehe ich halt mit dir nach links. Das geht auch. Solange... Jetzt brauch, ah, da ist jetzt... Da ist ein Helm. Da. Darfst aber gerne runter zum Helm gucken. Was haben wir hier? Können wir nichts mitmachen? Müssen... Ach, die Flaschen! Ah, okay. Okay. Ja. Dann müssen wir die auffüllen. Macht der das jetzt automatisch? Anscheinend nicht. Einmal voll. Denke ich. Ich habe keine Ahnung. Nicht, dass mir die Dinger jetzt gleich explodieren oder so. Hallo? War das zu viel? Sind die jetzt voll? Kann ich die jetzt mitnehmen? Das ist nicht wasserdicht genug, um die Flaschen zu füllen. Hä? Nichts. Ich muss etwas übersehen haben. Nichts. Ich muss etwas übersehen haben. Das ist nicht wasserdicht genug. Also gut, das ist jetzt wohl anscheinend wasserdicht genug, keine Ahnung. Dann nicht 360, nehmen wir die Hälfte, irgendwie 180 oder was? Keine Ahnung, ich hab da doch keine Ahnung von... Dass wir die vielleicht so peu à peu füllen müssen oder sowas. Kann ja auch sein. Tut sich aber auch nichts. Ach so, oder muss das Ding laufen, wenn ich das reinmache? Das kann vielleicht sein. Ah. Sehr gut. Die Frage... Moment, jetzt geht er nach oben. Ach so, ich wollte jetzt noch eine Runde machen, weil das jetzt nur halb aufgefüllt war. Aber okay, das brauche ich anscheinend nicht. Kann ich mich jetzt hier umziehen? Öffnen Sie die zwei Schleusen. Was? Ja, was ist das?
Ein großes Zahnrad, okay. Ich brauche wahrscheinlich 3 Zahnräder, nehme ich mal an. Also es sieht mir aus, wenn ich jetzt hier von diesen Dingern gucke, als ob wir da wahrscheinlich das Große brauchen oder das Größte. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Größte ist. Hoffe ich zumindest. Da ist noch was. Ein eckiger Schlüssel. Moment, hier sind aber doch noch 2 Zahnräder. Wieso kann ich die nicht nehmen? Stimmt die 2, die ich brauche, oder nicht? Hier ist sonst nichts. Hier habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt... Was ist das hier? Ist auch nichts. Also, das ist eine Tür, aber... Was ist das da hinten? Mal irgendwo Zahnräder klauen oder so. Ist das für den... Keine Chance. Nee, nee, ist das für den Schlüssel? Okay. Ich doch noch aufmachen. Ach, hier sind Zahnräder. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Aber es sind keine Zahnräder, die wir irgendwie klauen können oder so. Ich kann ja auch nichts drehen irgendwie. Wenn ich nach rechts drehe, tut sich gar nichts. Und wenn ich dann nach links drehe, zuppelt es nur so ein bisschen. So, also ich habe wohl anscheinend so heftig gedreht, dass ich meinen zweiten Bildschirm irgendwie hier reingezogen habe. Also ihr könntet jetzt sehen, wo ich gerade aktuell im Hochladen war, nämlich bei Life is Strange 24. Also 2, die Nummer 24. So, ich möchte aber trotzdem wissen, ob sich das drehen lässt. Doch, das dreht sich dann doch. Ja, okay, ich hätte vielleicht nicht so groß drehen sollen. Die Frage ist, bis wann ist es zu Ende gedreht? Kriege ich das mit? Dreht sich das bis ins Unendliche, oder? Oh, jetzt ist es zurückgesprungen, okay. Geht das jetzt? Nee, da fehlt noch ein Stück. Ja, super. Sollte ich schneller drehen. Ah, jetzt hat's geklackt. Ah, okay. So. Hier, denke ich mal, wird nichts mehr kommen. Ne? Ich denke mal, dass wir irgendwas mit der Tür hier machen müssen. So, da ist jetzt ein ganz weiter Bereich offen. Ich schätze, dass das Ganze hier wohl doch noch ein bisschen länger dauern wird. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge nicht zu lange dauert. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, was sich hinter dieser ja, riesigen Anlage hier verbirgt. Weil, ja, wie gesagt, ich denke, dass es dann doch ein bisschen länger dauert, bis wir das Ganze hier in Stand gesetzt haben. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!